Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir einige Nebengeschichten gemacht, zwar von Lys und von Elwin. Das letzte Mal von Elwin, ja. Wir haben weniger gegen Eivor gekämpft, was ich ziemlich nervig fand, und ich habe schon wieder gesehen, wir sind viel zu wenig gelevelt. Deswegen fragt ihr euch wahrscheinlich jetzt, warum ich hier im Menü bin. Auch wenn das irgendwie nichts damit zu tun hat. Jedenfalls. Geil. So, ich lade hier gerade und dann taucht auf einmal dieses Ding auf. Und ja. Hab ich noch einen Finstertrank? Hallo? Verwenden, na klar. So, und den möchte ich mal gerne mitnehmen. Also komm du mal her. Ich weiß nicht, was wir in diesem Partner machen. Ich glaube, wir machen. Wir tun ein bisschen Monsterjagd machen. Und zwar auf Elite-Monster. Oh, das ist ein Silber-Bakura. Oh, hat schon mal gegen so einen gekämpft? Weiß ich jetzt gar nicht. So, sehr schön. So, kann ich mal von den Clown mehr. Das hat immer die Wunderverbindung hier. Bei Clown die beiden. Anscheinend nicht. Ist irgendwas überhaupt dabei? Nee, okay. Okay, da ist scheint ein neues Design. Weil ich nicht glaube. Oh, die können auch. Okay. Oh mein Gott, Ron, geh mal in Deckung. Warte mal. Ron, komm mal her. Komm her, Ron. Ah. Was machst du da? Habe ich den Dings? Ach, hier habe ich dann. Ah, oh, du bist schon wieder geil, gut. Da seht ihr, genau deswegen glaube ich irgendwie, wir müssen ein bisschen trainieren. Wir dauernd aus dem Maul bekommen. Oder immer TP-Probleme haben oder so. Weil liegt irgendwie in den Einstellungen meiner Charaktere. Wenn ich so an Xillia 1 zurückdenke. Oh, sogar Erfahrung kriegen wir. Und Elementerz, verdammt viel. Okay, einen Moment. Vollkraft voraus. Nein, ich habe nichts ausgerüstet. Oh. Ja, die. Oh. Ich tue immer offscreen hier so. Oh, verdammter Dreck, ey. Okay, die beiden hatten ja sowieso einen kleinen Vorsprung, ja. Ja, wenn ich irgendwie offscreen so ein bisschen trainiere, dann tue ich ja immer so kurz vor gelernten Sachen hier aufhören. Zwar bei jedem Charakter. Und ja, das war jetzt nicht sehr schön. Negativgeld, ja, nimm mal das, Elise. Weil, naja, wir kriegen jetzt wieder was, ne? Ich will mal davon aufhören, weil ich nicht will, dass ich irgendwas lerne auf Screen. Und bei einem Charakter tue ich das dann immer abstellen. Wenn gerade nichts zu lernen ist. Und das war der Fall. Frostfaust, okay. Auch Fertigkeiten. Vitalität 2 und Lehmerölen. Lehmerölen, das ist nicht schlecht. Wenn das mal funktionieren würde. So, Lehmerölen passt sogar noch. Ja, dann kann ich gerade nicht. Nein, ich brauche noch ein bisschen. So, weiß nicht. Gibt es ja noch ein bisschen Elementarerz, dann kann ich noch ein bisschen. Nee, das ist nicht Elementarerz. Ja, erwartet nicht so viel heute in diesem Part, so wie in jedem anderen Part. Ich weiß, ich mache das ein bisschen langsamer, aber das Spiel bietet hier einen gerade so viele Möglichkeiten, so viel. Oh, da ist ein Ausrufezeichen Gegner. Du heißen die, ja. Deswegen machen wir ihn platt. So. Zack. Aber oh. Warte mal, wollte schon sagen, wie er so angerollt kommt. Sehr schön. Er tut ja die Fähigkeit mimen. Das ist gar nicht mal schlecht. Kann ich auch mit Jude irgendwie gegen die Bosse kämpfen und aufgeholfen werden. Irgendwie ist das Spiel langsamer, finde ich, als der erste Teil. Übrigens, ich habe den ersten Teil jetzt auch mit Mila durchgespielt, also gerade an diesem Tag hier noch. Deswegen weiß ich jetzt auch, was mit Mila passiert ist, aber ich werde jetzt nicht so sonderlich darauf eingehen, weil ja, ich weiß, wie viel ich Spoiler. Also gut, so, ich möchte jetzt Student für seltene Monster. Oh, sehr schön. Muss gar nicht. Ja, und dann gehen wir mal nach irgendeiner Stadt. Wir müssen sowieso noch Geld auftreiben, fällt mir gerade ein. Selbst wenn wir jetzt eine Hauptstory
machen wollten. Wir könnten sie gar nicht machen. Ich habe das hatten wir schon mal, ne? So, gibt es irgendwas, was ich so locker erledigen kann? Nein. Verdammt! Ja, diese Viecher hier muss ich noch alle töten. Aber wir machen jetzt erstmal eine kleine Elite-Monsterjagd. Ich würde sagen, ist da irgendwie Quest Story bezogen, weil das kommt mir gerade so vor. Was? 52.500 Punkte? Okay, das ist mir jetzt ein bisschen so auffällig. Die Kijara-Fälle, das Viech. Sollen wir nochmal das Viech versuchen? Ich würde schon fast sagen, ja, ne? Schwere Klaue, 24.000, obwohl 24.000. Nehmen wir mal hier, oder hier, Nyakera Geisterpfad oder Kijara-Fälle. Nehmen wir einen von denen. So, ich möchte jetzt aber erstmal irgendwo erholen, weil meine Leute sind ja alle irgendwie im Eimer. Und das ist nicht so schön. Hab ja mal genug Geld. Nein, es geht schon wieder Geld flöten. Wir brauchen das doch. So. Mein Gott. Wieso gebe ich eigentlich Geld aus? Ich brauche das doch, Mann. Ja, oder bevor ich jetzt zu Kijara-Fälle gehe, würde ich sagen, nehmen wir ein paar Missionen an für die Monster in den Kijara-Fällen. Damit war irgendwann, was habe ich denn jetzt schon wieder hier? Oh Mann. Ja, also Milas Schrein müssen wir auch noch. Heilige Asche. Okay. Das heißt, wir müssen so oder so zu den Kijara-Fällen irgendwie. Ja, meine Leute einordnen, wäre nicht schlecht. Den können wir mitnehmen. Elise brauchen wir auf jeden Fall für den Bosskampf. Roan könnten wir nehmen. Jude. Ja, ne, Jude. Könnten wir auch nehmen. Ich glaube, mir gefällt diese Kombination. So, dann gehen wir mal zu den Kijara-Fällen, weil ich meinte, der Typ, der haut auch ganz schnell weg. Und deswegen können wir die Auffangfähigkeit von Jude gebrauchen. Also wiederherstellen, meine ich. Ja, ich möchte mich jetzt aber nicht erst mit den Gegnern hier beschäftigen und dann gegen das Viech kämpfen. Da machen wir andersherum. Aber vielleicht schaffen wir auch ein bisschen mehr. Oder auch nicht. Wo kann ich flüchten? Ich würde gerne flüchten. Autoobjekt. Kann ich mal wieder einstellen. Ja, ne, hätte ich vielleicht auch mal ein paar kaufen sollen. Mein Gott. So kämpfe ich eigentlich nicht. Ich bin doch gerade am Flüchten. Mein Gott. So, Objekte, lass mal gucken. Abwirkung, Trank des Lebens. Okay, das ist noch perfekt. Die Fertigkeit erlernt. Lass mich raten, das Viech. Ach ja, ich hab's ja gar nicht dabei. Warum wird mir dann angezeigt? So, das Viech wird wahrscheinlich genau da sein, wo es auch im ersten Teil war. So ein Gefühl. Da ist hier hinter noch irgendwo, ne? Hoffentlich ist er auch noch genauso einfach. So. Was war jetzt da was anderes? So, Alliumkugeln mal wechseln. Morgenlicht, du kriegst was anderes. Zum Beispiel Schatten. TP, ja, ne? Irgendwie ist das hier viel schwieriger, TP zu bekommen. Tornado, Geist. Ja, nehmen wir das. Hungriger Jäger. Was da? Ja, KP Bomber. Ja, KP Bomber. Dämonenzahn, das ist ein bisschen wenig. Nehmen wir das hier. Ja. Du bekommst Hilfe. Geringer TP Verbrauch, ja. Könnte lustig werden, so. Oh, das ist wieder ein seltener Gegner. Ich habe jetzt keine Zeit, Mann. Ich bin ein paar TP. Sehr schön. Was soll's, Kämpfer gegen die seltenen Gegner?
Die sind ja selten. So, aber erstmal. So. Wenn schon, denn schon. Zack. Lassen wir mal. Tun wir uns mal mit Elise verbinden, weil damit Lutka ein bisschen mit Rowan verbindet wird. Elise hat ja wieder die weiß, immer noch die weiß-blauen Sachen an. Ja, verdammt, Mike. So, bitte nicht so viel TP verbrauchen, danke. Victory is based on justice. Was? Warum Geld? Sie hat doch Geld gesagt, oder? War. Wie komme ich überhaupt hier hoch jetzt? Hier rum, ne? Ha, da wusste ich noch. Dass hier doch irgendwas ist. Vom ersten Teil. Wo ich auch schon lange nicht mehr da war. Im ersten Teil. Katzenspielzeug. Verkürzt die Rückkehrzeit von Katzenkurieren um 35%. Sehr schön. Apropos. Okay, ich habe irgendwas scheint bekommen. So, das lohnt sich irgendwie nicht. Kann ich nicht auch nach Dingens schicken? So, Hamil. Vielleicht auch benutzt mal diese Katzenangel, aber müssen wir erstmal nicht. Genau, nebenbei bei Nier Kehre halt machen. So, jetzt mache ich dich auch platt. Aber ah, ich will meine Punks machen. Warum kann ich nichts einsetzen? Ach, das ist gar nicht am Blick, ich Idiot. Auf abzuwerten, Mann. Ich habe bin gerade nicht dabei, Mann. Da kämpfe ich gegen jemanden anderen hier. Kämpfe ich gegen dich. Sehr schön. Da werde ich mir vielleicht aufbauen sollen. Aber naja. So, habe ich irgendwie eingestellt in der Strategie, hat die sich nicht miteinander verbinden sollen. Ist echt. Doch, ist alles verbunden. Ich will echt merken, was ich hier so offscreen mache und was nicht. Hey. Oh, da ist wieder Dingens. Eine Art erlernen. Negativgate, ne? So, dann weiß nicht. Geist. Nee, muss jetzt noch nicht so, finde ich. Vielleicht irgendwas anderes, was noch hier als Dunkelheit und Dingens. Obwohl. Weiß nicht. Verbundene Geister. Ja, meinetwegen, mach mal das. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie viel das hat und so, aber egal. So, dahinter ist halt eigentlich sein, das Viech. Verdammt, der Dreck. Nein, nein. Nein! Da tue ich mir jetzt noch nicht an. OTP. So, endlich verbindet ihr euch mal. Braucht doch nicht Angst vor einer Namen. So, jetzt gehen wir mal endlich zu dem Viech. Und da ist eine Truhe, die hole ich mir gleich. So, erstmal speichern. Weil ich krieg jetzt wahrscheinlich voll aufs Maul. Und naja, dann war halt nur ein Gegner, den wir bis jetzt kaputt kriegen, ey. Gibt's doch nicht. Ich wette, der eine andere ist storybezogen, mein Gott, ey. Oh ja, ja, das wird übel. Bitte sei nicht zu stark, bitte sei nicht zu stark. Ma. War wieder geile Musik. Okay, 100.000 ist das viel. Okay, Lutka. Also, ich möchte dich mal steuern. Okay, er zieht nicht so viel ab, glaube ich. So. Okay, ich glaube, das wird schon was. Oder auch nicht. Was?
Was? Sag mal, könnt ihr euch mal entscheiden, wie stark ihr seid? Mein Gott. Das ist sehr schön. Ich mache nur Power-Treffer sehr gut. Warum hat er uns so viel fertig? Ah, ich verstehe die Gegner nicht. Oh Mann. So, komm her. So, den Angriff kenne ich noch. Ich darf mich nicht so oft treffen lassen, glaube ich. Das hat's, glaube ich, gebracht. Kann man jemanden Rome wiederbeleben? Release. Ja, super. Ja. Mein Gott. Ja, toll, Wasser. Willst du mich eigentlich auf den Arm nehmen? Warum zieht der Angriff so viel ab? Das ist doch nicht normal. Der Angriff zieht so viel ab. Oh Mann. So, komm her. Feuerball, Feuerball, Feuerball. Ich glaube, ich spam den Angriff mal ein bisschen. Ja, der bringt's. Verdammt. So, kämpft ihr mal mit dem hier. Ich sehe nicht ein, dass ich hier aufs Maul bekomme die ganze Zeit. Oha. Geh weg. Der brennt. Sehr gut. Okay, das könnte sogar sein, ne? Auf diese Weise. So, ist sogar dein, setzt gerade dein Dings an, ne? Ist doch nicht mehr normal. So. Wenigstens komme ich sogar zu, einige Charaktere zu steuern. Oh Mann. Jules, komm mal hier hin. Hast du da gerade eingesetzt für ein Item? Ich wollte Trank des Lebens einsetzen. Ich glaube nicht, dass das so der natürliche Weg ist, den Typen zu erledigen, aber egal. What the fuck? So. Bitte sagt mir, dieser Angriff wird nicht mal eingesetzt. Oh fuck. Von diesen Wasserfontänen hier, was du da einsetzt, das Wasser spucken. Der Angriff gefällt mir sehr viel besser. Der macht mir nicht viel. So. Das wird sogar, warte, ich fasse nicht. Und zack. Boah, ich bin einfach mal ausgewichen, ey. Komm schon, Fahrik. Komm schon, Fahrik. Du sollst eigentlich da drin verrecken, egal. So, komm. Einfach kaputt hauen. Jawohl. Came courtesy of myself and my rather silent partner. Kijara Fish. Also die, was wir dafür bekommen, haben wir ja echt lahm, aber naja. Liegt wohl mehr so an der Geldbelohnung, ne? So, gehen wir direkt raus hier. Nach Triglav. Ich könnte auch irgendwo anders hingehen, aber da bin ich vertrauter. So, würde ich sagen, vielleicht kriegen wir noch einen. Oder vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Ich glaube, ich werde so in jedem Part irgendwie eins fertig machen, nur. Holzmedaille, sehr gut. Es läuft aber. Holzmedaille, sehr schön. So. Wir haben jetzt noch ein bisschen Geld, da können wir wieder was ausgeben.
Oder auch nicht. So, Kijara-Fisch, der ist doch bestimmt hier irgendwie für irgendwas. Oh, ich kann Mindstone herstellen. Für 10 Kämpfe. Was brauche ich dafür? Mindstone 1, Mindstone Mittel und Gemüseset. Okay. Sehr schön. So, dann brauche ich wieder Items. Ja, kann dir sagen, was ich will, was jeder will, aber den Kampf habe ich geschafft und das ist halt was zählt. So, würde ich sagen, wir gehen noch zu den Kijara-Fällen und hauen noch ein paar kleine Gegner weg. Das war alles, was wir hier noch so brauchen. Ja, die Parts werden ein bisschen einseitig, kann das sein? Oh, ich habe irgendwas gelernt. Fertigkeit, okay. Geist stärken, sehr schön. Und wir sind immer noch einmal, ich bin noch so was von Idiot. Immer hier noch. Stärke und sowas alles. Händenrennen, das wäre nicht schlecht. So, lass mich mal kurz gucken, was wir überhaupt hier töten müssen. Quaker, Krammann und Meerfisch. Ja. So, Quaker. Okay. Geht gut immer noch. Du, warum weiche ich eigentlich so aus? Ich kann doch verdammt nochmal Dingens einsetzen, ja. Diese Ausweichfähigkeit von Jude. Egal. So, sehr schön. Wir kriegen aber auch ganz schön viel Geld, ne? Das ist schon nicht normal. Ja, ne, ich wollte ja eigentlich zu Dingens gehen nach. Ich wollte eigentlich gegen die Dings kämpfen, ja. Kämpfen? Ich wollte eigentlich nach Niakera gehen erstmal. Damit wir uns da importen können. Ich glaube, so läuft das doch, ne? Sehr schön. Jetzt mit jeder Attacke irgendwas machen können, das finde ich gut. Naja. Ja, eins haben wir schon mal. So, Fertigkeit. Mehr KP, bitte. Weiß nicht, Beweglichkeit kann weg. Okay, bringt jetzt zwar noch nichts, aber egal. Neue Art, sehr gut. Werde ich mir alles auf Screen angucken. Weil sie vom nächsten Part werde ich wieder die ganzen Dinger hier neu anordnen. So, komm mal her. Na? Bams! Ja! So, ein bisschen beeilen hier. Ich möchte nicht wieder einen überlangen Part haben. Sehr schön. Okay. Na, fragt sich jetzt, welchen Auftrag wir erledigt haben. Mit den Krabben, mit den Fischen oder dem mit den Dingens. Okay, dich müssen wir nicht töten, das weiß ich. Mein Gott, die Waffen von Ludger sehen irgendwie verrostet aus. Finde ich jetzt so. Boah, das war gut. Das war sehr gut. Und noch eine Erledigung. Was haben wir denn noch? Siege Meerfisch mal 6. Und für Meerfisch. Sie hat diese Dinger hier mit diesen Schwertern oder Echsen oder was auch immer das sein soll. Ich weiß es nicht. Ja, wir gehen auf jeden Fall an die Kehrer. Ich hoffe nicht, dass da irgendeine Cutscene ist. Ich glaube, wir
Speichern von Yakera. Ach, das Ding habe ich verpasst. Speichern von Yakera. Das ist halt, glaube ich, ein Speicherpunkt, wenn ich mich irre. Und dann. Und dann gehen wir, weiß nicht, da rein, machen wahrscheinlich in der nächsten Folge noch mal ein Elite Monster und dann mal gucken, damit jeder Part auch irgendwas zu bieten hat, auch wenn manchmal nichts passiert. Warte mal, Ding hatte ich, glaube ich, ne? So, ich natürlich, das Ding ist jetzt nicht wieder da, danke. Das fände ich jetzt ein bisschen nicht so optimal. Konnte ich irgendwas untersuchen? Okay. Ja, wir nehmen allerdings natürlich mit. Die sind sogar zwei. Sehr schön. Ja, verbessert. Eine Fertigkeit erlernen. Sehr schön. Ich lasse auf Screen ein bisschen so und im nächsten Part einordnen. Oh, keine neue Fähigkeit. Ich glaube, dann geben wir Quests im nächsten Part ab, ne? Ist, glaube ich, besser. Wird dann nur wieder unnötig lange dauern. Erstmal schnell durchlauf hier alles erkunden. So muss das sein. Deine Katze ist zurückgekehrt. Sehr schön. Sehr schlecht. Hier ist Spyros AG nochmal. Du ein bisschen mehr von außer nur Gemüsesets. Warte mal, konnte man, glaube ich, irgendwo runter, ne? Yep. Da ist eine Katze. Komm her, du. Luca gefangen. Sehr schön. Oh, sehr schön. Extrahiert das Wasserelement. Das war elementär. Element. Er hat eine höhere Wachstumsrate als Tröpfchen. Okay, sehr schön. Wenn jemand gerade Tröpfchen zufällig ausgerüstet. Ja, du. Wo ist es? Hier. Tropfstein, Tröpfchen, Vitalität 2. Okay. 870? 870. Ja, mach mal. Will ich wahrscheinlich sowieso nochmal neu anordnen. Aber naja. So, dann können wir hier am Speicherpunkt auf Feierabend machen. Für diesen Part. Schon wieder viel länger gedauert als sonst irgendwas. So, die letzten Dinger tun wir jetzt auch noch hier einsacken. So viele Art, so viele Fähigkeiten. Ich kann auch gar nicht so viele einsetzen, Mann. Ja, ich habe gesehen, da lag was. Aber. Ey. So. Sehr schön. Er hat sich wegteleportiert. Sah aus, als hätte er sich aus dem Kampf wegteleportiert. Sehr schön. So, Speicherpunkt. Wir sehen uns wieder. Also gut. Dann würde ich sagen, ich mache hier einen Schnitt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wieder noch ein Elite-Monster plätten. Bis dahin. Ciao.